Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Silent Hill 2, wo ich bedauerlicherweise jetzt doch erstmal dem kleinen Mädchen hinterherjagen muss, denn wenn ich versuche irgendwo anders hinzugehen... hält mich Maria doch nicht mehr auf. Na gut, jetzt läuft die Aufnahme, jetzt versuche ich Laura zu finden. Ich wollte zwar eigentlich jetzt was anderes aufnehmen, aber dann mache ich halt noch ein bisschen Silent Hill 2. Hier ist sie nicht. Aber wo kann sie hin sein? Sie ist hier die Carroll Street runtergelaufen. Deswegen werde ich jetzt erstmal versuchen, ob ich Nathan Avenue noch lang gehen kann. Um mal zu gucken, wo uns diese Straße hinführt. Das ist ja der Weg zum Hotel, ne? Habt ihr das gerade auch gesehen? Das war ehrlich gesagt leicht verstörend. Ich glaube, wir haben Maria im Nebel verloren. Ist das schlimm? Ich lehne mich mal etwas aus dem Fenster und sage... Silent Hill Historical Society. Nee, Maria ist noch da. Die werden wir uns gleich mal angucken. Jetzt gucken wir erstmal, was hier mit der Brücke los ist, denn es ist eine... haben auch wieder angeflogen, wa? Denn es ist natürlich nicht ganz so einfach... jetzt zum Hotel zu stratzen. Auch wenn Silent Hill 2 überraschend Open World für ein PlayStation 2 Spiel ist. Ich meine, ja, wir spielen jetzt hier auf der PS3, aber... das hat ja tatsächlich damit zu tun, dass wir hier die Remastered-Version spielen. Das hier? Eine Karte. Mit Blut gemalt, natürlich. Ja, das ist eigentlich so dieses, wir sind auf dem Weg zum Hotel da oben und werden dann hier dezent mit einem Kreis aus Blut auf Pete's Bolorama aufmerksam gemacht, wo wir dann natürlich auf Eddie und Laura treffen und damit dann das nächste Story-Event starten. Aber so einfach lasse ich mich vom Spiel auch nicht einlullen. Denn vorher gucken wir uns natürlich da liegt noch was. Noch ein paar Patronen. Wir haben jetzt fast 200 Schuss übrigens. Denn vorher gucken wir uns natürlich hier noch die Historical Society an. Denn wenn die Brücke nicht funktioniert, hinter der Historical Society war ein Bootsverleih. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Karte gesehen habt. Das klingt so ein bisschen wie Plan B, um Toluca Lake zu überqueren und das Hotel zu erreichen. Scheiß auf Laura, wer braucht die schon? Die Bratze hat uns ohne jeden Grund einfach auf den Fuß getreten. Und uns dann blöd angepflaumt. Oh. Ein Erste-Hilfe-Koffer. Also Heil-Items haben wir wirklich mehr als genug jetzt. Wahrscheinlich genug, haben wir jetzt schon genug. Okay, wir können zum Bootsverleih auf jeden Fall nicht runter. Wahrscheinlich haben wir jetzt mehr als genug schon, um das ganze Spiel zu überstehen. Und die Silent Hill Historical Society ist bedauerlicherweise abgeschlossen.
Dementsprechend bleibt uns jetzt natürlich nichts anderes übrig, als tatsächlich, hallo, zum Bowlorama zu gehen, beziehungsweise da waren wir ja jetzt schon, dann Randall Street runterzulaufen, in der Hoffnung, Laura zu finden und diese ganzen Monster, die sich hier aus den Gebüschen in unsere Richtung schmeißen, die ignorieren wir einfach mal. Ja, wenn man tatsächlich erforschen will, statt direkt immer zum nächsten Story-Event zu rennen, dann ist hier tatsächlich einiges an Laufarbeit mit dabei. So, gehen wir einfach mal die Straße runter. Links ist die Tankstelle, da waren wir schon. Hier ist interessanterweise auch dicht. Aber wir haben ja noch eine Gasse. Auf der anderen Seite der Bowlingbahn. Und die führt zum Heaven's Night Club. Da. Der auf unserer Karte markiert ist. Da liegt doch was. Ich kann's doch sehen. Na gut. Noch ein Stückchen weiter. Hier. Bin ich jetzt total bescheuert? Wo ist die kleine Kröte lang? Ist der Eingang zum Bowling Center? So, also, Maria kam hinter dem Gebäude hergerannt. Dementsprechend müsste ja theoretisch hier irgendwo Laura langgelaufen sein. Ah. Jetzt wird ein Schuh draus. She went through there. Ein bisschen eng, ne? Is there any other way? Yeah, there is. Right through there. Aber das ist ein Club für Erwachsene. Mama hat gesagt, ich darf in sowas nicht rein. It's no good. It's locked. Maria hat einen Schlüssel für die Hintertür eines Stripclubs. Interessant. Danke. Ohne jetzt viel mehr vorwegzunehmen, es gibt, ja heutzutage würde man es DLC nennen, aber zu Zeiten der PlayStation 2 gab es natürlich noch keinen Downloadable Content, da war es ein kleines Add-on, ein Werbegeschenk, ein Dankeschön für die Leute, die die Special Edition gekauft haben. Es gibt nämlich noch ein zweites Szenario, also das Hauptszenario hier, wo wir mit James unterwegs sind, das was wir gerade spielen, das Hauptspiel Silent Hill 2 hat den Untertitel A Letter from Silent Hill, also ein Brief aus Silent Hill. Und es gibt halt noch ein extra Kapitel, so einen kleinen Bonus
Der nennt sich Born from a Wish. Und ohne jetzt zu verraten, was darin passiert oder hier die Story weiter zu spoilern, das Einzige, was ich euch sage, ist, in diesem, ich nenne es jetzt an dieser Stelle einfach mal DLC, auch wenn dieser Ausdruck natürlich nicht passend ist. In diesem DLC spielt man Maria von ihrer Ankunft hier in Silent Hill bis zu dem Moment, wo sie James in Rosewater Park trifft. Also bis zu dem Moment, den wir jetzt in der letzten Folge erlebt haben. Und erfährt, was sie quasi getrieben hat. Eine leere Dose, Spüler, ein Pappkarton. Das ist alles nutzlos für mich. Was sie quasi getrieben hat, bevor sie uns hier über den Weg gelaufen ist. Und den werden wir definitiv auch noch spielen. Den werden wir tatsächlich gleich im Anschluss an Silent Hill 2 spielen. Ich hätte ja gesagt, wir spielen das nebenbei schon mal, aber es beinhaltet leider den ein oder anderen Spoiler fürs Hauptspiel. Und deswegen möchte ich es nicht vorwegnehmen. Weil dieses Kapitel, diese Geschichte setzt halt voraus, dass man das Hauptspiel schon durchgespielt hat, bevor man das startet. Ich sehe da schon wieder einen Erste-Hilfe-Kasten. Eine ganz normale Bühne, nichts daran ist seltsam. Gibt irgendwie auch, außer der Tatsache, dass wir hier halt einmal durchmarschieren, nichts, was man unter... Oh Mensch, Maria! Steht auch jedes Mal im Weg, ne? Kann hier nicht großartig was untersuchen und nichts. Also gehen wir einfach weiter. Wie? Warum? Was? Ich frag nicht. Ist überhaupt nicht verdächtig, dass er hier die ganze Zeit mit der gezogenen Pistole durch die Straßen rennt, ne? Muss nur mal der Richtige sehen. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr alles absuchen. Ich habe schon so viele Ressourcen. Da was? Nee. Was ich tatsächlich mal nachschlagen wollte, was ich bis jetzt aber komplett vergessen habe, gibt es eigentlich von Silent Hill Origins Over there. Auch ein Remaster? Das Krankenhaus. Na, wie weit geht's hier die Straße noch weiter? Und warum ist ein Krankenhaus nicht auf unserer Karte eingezeichnet? Guckt euch das an. Da, das ist Brookhaven Hospital und das ist nicht mal markiert. Was soll ich denn davon jetzt halten, bitte? Ich muss Laura folgen. Ich kann sie nicht einfach alleine lassen. Außerdem kann sie mir vielleicht etwas über Mary erzählen. Na gut. Das Spiel lässt mich da unten also nicht weiterlaufen. Was so viel heißt wie, jetzt geh endlich in dieses dämliche Krankenhaus, James. Brookhaven Hospital. Ich finde es interessant, dass Silent Hill tatsächlich zwei Krankenhäuser hat. Ja? Weil das hier, das ist Brookhaven Hospital und das Krankenhaus, das eine tragende Rolle spielt in originalen Silent Hill,
Das ist tatsächlich Alchemilla Hospital. Wir lernen später auch noch in einem anderen Spiel, dass Silent Hill auch noch über ein drittes Krankenhaus verfügt, beziehungsweise über eine psychiatrische Einrichtung, über ein psychiatrisches Krankenhaus. Es sind drei Krankenhäuser in einer kleinen Stadt. Dann haben sie noch einen Vergnügungspark. Zwei sogar, also so ein Freizeitpark hier, den aus Downpour haben sie auch noch. Ein Gefängnis haben sie noch hier. Das ist, also dafür, dass das angeblich nur so eine kleine, harmlose Stadt ist. Na gut. Und als allererstes natürlich die Karte des nächsten Dungeons mitnehmen. Aber wenn ich Dungeon sage, wisst ihr, was ich auch so unglaublich gern mal wieder spielen möchte, aber wo ich einfach keine Zeit für habe? Außer ihr sagt jetzt, ihr haut mir irgendwie in die Comments, ja, komm, mach's doch als Let's Play. Persona. Persona oder Shin Megami Tensei. Ja, also die Hauptreihe Shin Megami Tensei, das ist ja quasi Final Fantasy in düster, ne? Und da gab es ja dann diese ganzen Ableger. Also es gab erst Shin Megami Tensei. Da gibt es inzwischen 4 Teile von. Ja, ich habe die ersten 3 habe ich tatsächlich. Könnte ich spielen. Den 4. habe ich vor ungefähr gefühlt 2 Jahren mal vorbestellt. Aber der ist irgendwie immer noch nicht bei mir eingetroffen. Dann gab es natürlich so Ableger Digital Devil Saga zum Beispiel. Oder Devil Summoner Raido Kusunoa. Und ich glaube, das bekannteste Spiel der Marke Shin Megami Tensei ist tatsächlich die Persona-Reihe, die es inzwischen auf 5 Titel gebracht hat. Persona 3, 4 und 5 könnten wir tatsächlich sogar als Let's Play machen. 1 und 2 habe ich leider nur für die PSP. Beziehungsweise 3 und 4 habe ich auch für die PSP, aber die habe ich auch für die PS2. Und Persona 5 ist ja ganz frisch für die PS4 tatsächlich rausgekommen. Und auf sowas hätte ich echt mal wieder Bock, nur ich finde es relativ umfangreich für so ein Let's Play. Durch welche Tür sind wir reingekommen? Durch die da, ne? Hier ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt, den sollte ich... Oh, Alter! James! Den werde ich gleich mal nutzen. Das gucke ich nur erstmal kurz. So, hier im Krankenhaus verbringen wir auch wieder sehr viel Zeit. Ist der 2. von, ich will nicht lügen, aber ich glaube, es sind 4 Dungeons, die Silent Hill 2 tatsächlich zu bieten hat. Oh, jetzt sind wir schon wieder draußen. Dann war das aber die falsche Tür, durch die ich gegangen bin. Maria, du stehst im Weg. Dann will ich also den Gesundheitsdrink hier. Jo, und dann will ich durch diese Tür hier gehen. Jemand hat etwas darauf geschrieben. Das Potenzial für diese Krankheit gibt es in allen Personen und kann jeden Mann oder jede Frau unter den richtigen Voraussetzungen genauso wie ihn auf die andere Seite treiben. Die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Es gibt schließlich keine Wand zwischen hier und dort. Sie liegt in dem Bereich, in dem sich Wirklichkeit und Unwirklichkeit überschneiden. Ein Ort, der sowohl nah als auch weit entfernt ist. Manche sagen, dass es gar keine Krankheit sei. Ich kann ihnen nicht zustimmen. Ich bin ein Arzt, kein Philosoph oder Psychiater. Aber manchmal muss ich mir diese Frage stellen. Es stimmt, dass seine Vorstellungen für uns nichts weiter sind als die Erfindungen eines unruhigen Geistes. Aber für ihn gibt es einfach keine andere Realität. Darüber hinaus ist er dort glücklich. Also warum, frage ich mich, warum müssen wir ihn im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer eigenen Wirklichkeit ziehen?
Etwas anderes wurde mit der Hand geschrieben. Joseph hat mir den Schlüssel gegeben. Es ist wohl der Schlüssel zu dieser Kiste. Kiste? Kiste? Und habe ich jetzt gerade einen Schlüssel mitgenommen? Weil okay, dieses 200 Schuss, ey. Dieses quietschbunte Ding, was da lag. War dementsprechend also dieses Dokument hier. Na gut. Dann werde ich jetzt mal speichern. Und dann starten wir mal die eigentliche Erkundung dieses Ortes hier. Muss ich nur mal kurz auf die Karte gucken. Ich glaube, wir starten. Da ist ein Treppenhaus. Ich glaube, wir gucken uns erstmal hier diesen östlichen Flügel da einmal komplett an. Mit den Toiletten und der Küche. Das Schloss ist kaputt. Das Schloss ist auch kaputt. Die Tür ist abgeschlossen. Das ist ein toller Start. Fahrstuhl. Geht der Fahrstuhl? Natürlich nicht. Das Schloss ist auch kaputt. Das ist super. Habe ich schon beide Toiletten probiert? Die Toiletten habe ich tatsächlich gar nicht probiert, nur den Fahrstuhl, der da ist. Jetzt habe ich die Toiletten probiert. Es ist ja echt. Wow. Das hat definitiv schon mal gebracht, mich da umzusehen. Die Küche selber erreiche ich bedauerlicherweise nicht. Ergo gucken wir uns jetzt Examining Room 1 und den Examination Room an. In der Hoffnung, dass wir darüber vielleicht in die Doctor's Lounge kommen. Will heißen den Raum hier rechts. Den Raum hier, der ist aber ebenfalls abgeschlossen. Na gut, was haben wir denn hier auf der anderen Seite? Besucherraum, Lagerraum und die Apotheke. Besucherraum ist zu, Lagerraum ist zu. Und die Apotheke ist auch nicht zugänglich. Das ist nichts Interessantes am schwarzen Brett. Das ist so ein ganz kleines bisschen deprimierend. Es haben hier so viele Räume gezeigt werden und man darf einfach nicht rein. Dementsprechend muss es ja hier hinten weitergehen jetzt, ne? Wobei wir aufpassen müssen, also es gibt zwei verschlossene Türen hier auf jeden Fall. Die Tür kann er nicht öffnen. Die Tür ist abgeschlossen. Wir wollen also als allererstes ins Treppenhaus. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Auf der Suche nach den Schlüsseln. Ich gehe jetzt aber erstmal in den. Ich gehe nicht in den Keller. Hat sich erledigt. Zweiter Stock. Selbst wenn wir jetzt irgendwelche Schlüssel finden, erforschen wir übrigens erstmal das komplette restliche Krankenhaus, bevor wir diese Schlüssel dann auch benutzen. Wohl!
Das sind die berühmten Silent Hill Bobblehead Nurses gewesen. Ja, die sahen im ersten Teil noch ein bisschen anders aus. Das ist legendäre Design, was es unter anderem ja dann auch in den Silent Hill Filmen geschafft hat. Das gibt es tatsächlich erst seit dem zweiten Teil hier. So, ich habe ein paar Patronen. Jetzt muss ich dann doch erst nochmal auf die Karte gucken. So, hier haben wir einen Untersuchungsraum. Dann haben wir da ein Badezimmer. Dann haben wir hier 6 Patientenzimmer. Und da ist dann wieder ein Treppenhaus. Okay. So, und hier dürfen wir uns tatsächlich dann auch mal ein bisschen umsehen auf dieser Etage. Sehr entgegenkommt. Und natürlich gibt es Erste-Hilfe-Koffer in einem Krankenhaus. Und ein weiteres Dokument. Das ist eine Schreibmaschine. Damit kann ich nichts anfangen. Moment mal, was ist das? Es ist noch ein Blatt Kohlepapier in die Schreibmaschine eingespannt. Ich kann die darauf hinterlassenen Eindrücke lesen. Ich kenne sie, ich kenne die Nummer der Kiste. 9598. Sie kann ihm nicht mehr helfen. Der Knopfschlüssel macht mir keine Angst. Also kann keiner etwas daran ändern, wer ich bin. Ich weiß nicht, wer ich bin, wer ich bin, wer ich bin, wer ich... Der Autor dieser Zeilen war definitiv bei voller geistiger Gesundheit. Ich muss mir die Nummer noch mal kurz notieren hier, weil aus irgendeinem Grund nimmt er den Text nicht einfach so mit. Moment, 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 ich hab's gleich. So, 9598. Ist notiert. Machen wir weiter. Ich muss mir unbedingt mal was zu schreiben hier hinlegen, dass ich das nicht immer eintippen muss, entweder im Handy oder auf dem PC. Okay, ich glaube, eine Bobblehead Nurse ist unterwegs, hier ganz in der Nähe. Ich habe den Schlüssel Lapisauge und Schrotpatronen, aha. Demzufolge kriege ich demnächst ein Schrotgewehr. Oh, die sind ja schon wieder zu zweit, die ollen Zuppen. Au! Maria, würdest du bitte mal hinter mich kommen? Maria! Oh! Ist das jetzt Ihr Ernst? Ich muss zutreten. James, du darfst... gerne zielen. Ich habe immer noch 184 Schuss, also so schlimm ist nicht. So, sind wir auch wieder bei voller Gesundheit. Wir haben ja mehr als genug Gesundheitsdrinks. Ich habe jetzt natürlich nur den Überblick verloren, welche Räume wir schon gecheckt haben. M2, okay. Also mit M3 geht es weiter. Insgesamt haben wir hier ja 6 Räume. M3. Das waren Patronen. Ich wollte gerade sagen, nicht ein Gesundheitsdrink, aber ja, der Gesundheitsdrink war tatsächlich extra. Ich weiß nicht, ob es eine Taste gibt für Pistole neuladen. So wie in Resident Evil zum Beispiel, obwohl da ging das ja
manuell tatsächlich auch nur über das Inventar. Die Rufstaste des Aufzugs ist kaputt. Nachladen mit einer bestimmten Taste kam ja tatsächlich erst mit Resident Evil 4. So. Okay, ich bin ganz ehrlich, diese Verzögerung beim Raumladen, die kann uns noch richtig in den Arsch treten. Noch ein Gesundheitsdrink. Und noch mehr Patronen. Schrotpatronen sogar. Einmal mehr. So, und wir haben den Schlüssel Lapisauge. Das dürfen wir nicht vergessen. Wofür auch immer der ist. So, dann sehen wir uns jetzt den Rest dieses Stockwerks nochmal etwas genauer an. Denn wir haben hier durchaus den einen oder anderen Raum noch ignoriert. Olle Putanella, ey. So, erstmal sind hier 4 Räume. Erst die beiden links. Die Tür kann ich nicht öffnen. Aber die hintere. Da ist eine Schrotflinte im Schrank. Ja, coole Sache. Das heißt, jetzt interessiert mich tatsächlich auch mal Schrotflinte. Maximal 6 Schuss. Schwer zu handhaben, aber mehrere Gegner können gleichzeitig verletzt werden. 18 Schuss haben wir insgesamt für die Schrotflinte. Aber die werde ich mir erstmal aufsparen für größere Kaliber an Gegnern. Ow, what's wrong? I just pricked myself. Are you okay? Yeah. Er wird's überleben, denke ich. Ich habe die verbogene Nadel, wofür auch immer wir die brauchen. Wir haben sie auf jeden Fall schon mal. Halt, da ist noch irgendwas. Ja, James, wenn du die ganze Zeit da hinguckst, dann interagier doch auch mit irgendwas. Ein ganz normales Plüschtier, sonst nichts. Ja, deswegen ist dein Blick auch so fokussiert darauf, ne? Und versuchst du einfach krampfhaft irgendwas anzustarren, was nicht Maria ist. Hier ist ein Magazin. Hi. Ansonsten guckt James ständig da in die Richtung. Da ist etwas in der Tasche des weißen Laborkittels. Na ja, gut, das ist, da bist du aber noch, egal. Ich habe den Schlüssel zum Untersuchungszimmer. Sehr schön, das ist ja unten im Erdgeschoss eines der Zimmer, die wir tatsächlich noch durchsuchen müssen. Aber wie gesagt, bevor wir dahin zurückgehen... Ist das Treppenhaus oder? Nein. Bevor wir dahin zurückgehen, gucken wir uns erst alles andere an, was wir hier irgendwie erreichen können. Auf dem Blackboard ist nichts. Der Fahrstuhl funktioniert ja nicht. Das Schloss ist kaputt. Und das Schloss ist auch kaputt. Ne, hätten wir uns den Kampf gegen das Mannequin ja auch sparen können. Aber so der Vollständigkeit halber haben wir dann jetzt natürlich ja auch erstmal unsere Ruhe. Und bevor es jetzt wieder nach unten geht, wo wir ja einen Schlüssel gefunden haben, geht es jetzt erstmal nach oben, den nächsten Stock erkunden.
den dritten. Der vierte Stock ist, glaube ich, das Dach. Wusstet ihr, dass Krankenhäuser in Japan keinen vierten Stock haben, aus Aberglauben? Die japanische Zahl für 4, Shin, ist nämlich gleichzeitig das japanische Wort für Tod. So, die Tür ist abgeschlossen. Was ist denn dahinter? Der Special Treatment Room. Okay, das sieht so ein bisschen aus wie die Gummizellen, sage ich jetzt einfach mal. Bevor wir da die Tür untersuchen, gucken wir jetzt erstmal hier um die Ecke, wo unsere gute Schwester Bubblehead herkam. Aber hier gibt es nichts weiter zu untersuchen. Und da der Fahrstuhl im Moment nicht funktioniert, warum auch im... Na, warte mal. 9598 ist es nicht. Schade. Hängt hier irgendwo eine Notiz, die uns einen Hinweis gibt? Gut. In dem Fall gehen wir erstmal weiter. Den ganzen Weg bis aufs Dach. Und das Dach ist abgeschlossen. Ergo. Geht es doch erstmal hier im Erdgeschoss weiter. Wo wir ja den Schlüssel für das Untersuchungszimmer haben jetzt. Und das ist hier lang. Bedrohliche Musik spielt. Auf dem Schreibtisch liegen medizinische Unterlagen. Nichts wirklich Interessantes. Okay, das ist also der einzige Grund, warum wir hier rein wollten, unbedingt. Die Tatsache, dass es hier eine Verbindung zur Doctor's Lounge gibt, ja? Und von hier dann noch eine Tür ins Untersuchungszimmer 1. Ist aber kaputt. Ich habe Schrotpatronen gefunden. Lagen hier einfach so im Büro des Doktors. Dritte Etage, Flur im Patientenflügel 7335. Ja, das kann ich mir gerade noch merken, das werde ich mir jetzt nicht aufschreiben. Okay, mehr scheint hier auch tatsächlich nicht zu sein. 7335. Also geht's jetzt wieder hoch. Seufz. Dieses Hin und Her. So, die große Frage ist immer noch, was hat es mit dieser Truhe auf sich, von der wir gelesen haben, und der Nummer 9598. Oder was, 9895? Oh, sage mal. Warte, ich muss kurz die Krankenschwester erschießen. Die einfach nicht weiß, wann Schluss ist.
Solange ich noch 170 Schuss in meinem Inventar habe, werde ich mich mit dem Erschießen auch nicht so zurückhalten. So, 7, 3, 3, 5. Jetzt war ich mir doch am Ende ein kleines bisschen unsicher, bin ich ganz ehrlich. Ich war am Hin- und Her-Tendieren zwischen 5 und 9. Ich hätte es mir doch aufschreiben sollen. Auf der anderen Seite ist dann nochmal gut gegangen. Wow, hier gibt es aber mehr Zimmer. 14 Stück. Ja, Halleluja. Und das Zimmer ist aber zu. Auch Maria. Na gut. Lassen wir Schwester Edna erstmal zu uns kommen. Drei Schuss aus nächster Nähe fällen die verrückte Krankenschwester. Wisst ihr was? Ich mach's jetzt mal andersrum. Haben wir. Oh, warte mal. Die Tür haben wir gar nicht getestet. Natürlich nicht. Okay, so, ich mache es jetzt mal andersrum. Ich teste jetzt erstmal alle Türen auf der rechten Seite. Bevor wir uns den Patientenzimmern zuwenden. Da steckt etwas im Abflussrohr fest. Das Loch ist zu klein. Ich komme mit meiner Hand nicht dran. Wenn ich vielleicht irgendein langes, schmales Werkzeug hätte. Das haben wir aber bedauerlicherweise noch nicht. Dass die einfach immer wieder aufstehen, ne? So, du bist auch Stress. Bitteschön. Noch einer, okay. Also habe ich das Gefühl nicht los, dass der gar nicht so richtig wusste, wo ich bin. Na gut. Bevor wir uns jetzt hier die Patientenzimmer genauer angucken, würde ich sagen, beende ich erstmal die aktuelle Folge. In der nächsten Folge geht unsere Erforschung des Brookhaven Hospitals weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich freue mich auf euch.